Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. In der letzten Folge wurde die Story eigentlich komplett auf den Kopf gestellt. Wir haben erfahren, dass Schmünter, der ja früher ein Mensch war, zusammen mit Reptain in die Welt der Pokémon gekommen ist, um die Zahnräder der Zeit von ihren derzeitigen Orten zu entfernen und auf den Zeitturm zu bringen, um seinen Einsturz zu verhindern. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man bisher in der Story dachte. Aber sie haben es alle in die Zeit geschafft, in der die Welt noch nicht gelähmt ist aus der Zukunft. Und jetzt werden sie planen, was weiterhin passiert. Und ich fand irgendwie, die Anmoderation war eine der komischsten im ganzen Projekt. Allein schon, weil ich sonst eigentlich nie in der dritten Person über die Charaktere hier rede. Okay, dann machen wir weiter. Alles klar. Wir sind uns einig, dass wir alle Zahnräder der Zeit einsammeln. Als erstes müssen wir entscheiden, welches Zahnrad der Zeit wir zuerst ins Visier nehmen. Sehen wir uns mal die Wunderkarte an. Von hier aus, vermutlich liegt der Untergrund sehr am nächsten. Wie wär's mit dem Schemengehölz? Dort habe ich damals mein erstes Zahnrad der Zeit bekommen. Wo liegt das? Hi. Guck mal da, am schwarzen Fleck da. Er ist etwas weit von hier, aber dort passt niemand wie Selfie auf das Zahnrad der Zeit auf. Oh, super. Wenn wir jemanden wegen eines Zahnrades der Zeit bekämpfen würden, könnte das die Aufmerksamkeit erregen. Aber hier wäre das kein Problem, oder? Genau. Komische Papiergeräusche. Das ist dann geklärt, dahin werden wir gehen. Auf zum Schemengehölz. So, wir sind beim Schemengehölz. Das ist er. Das ist der Eingang zum Schemengehölz. Oh. Was mit dir, Reptain? Es liegt, anders als damals, irgendwas in der Luft. Nein, das bilde ich mir nur ein. Wir gehen rein, wenn ihr bereit seid. Ja, ich weiß ja, dass das wieder sehr lustig wird mit den Item-Vorräten, die ich noch habe. Um das mal so zu formulieren. Also, ich habe das Spiel selber jetzt schon eine Zeit nicht mehr gespielt, weil ich eine Woche weg war und dann hatte ich noch ein paar Tage mit anderen Aufnahmeterminen. Wobei der beste Termin auf jeden Fall mit Abstand Cards Against Humanity war. Wer es verpasst hat, gestern eine Folge, heute kommt noch eine. Ja, also, wir sehen, Belebersamen habe ich noch ganz, ganz viele übrig. Insgesamt habe ich hier gerade gar nicht drauf geachtet. Ah, sehr gut. Keinen einzigen. Warum ist das immer so? Ich habe jetzt in der Woche, in der ich weg war, auch wieder Super Mystery Dungeon nochmal von vorne bis hinten durchgezockt. Was Belebersamen angeht, hatte ich nie Probleme. Es sollte uns derzeit im tiefsten Teil des Waldes geben. Wir brechen auf, sobald ihr fertig seid. Das habe ich gerade schon mal gesagt, du Vollidiot. Na dann, ja, bin bereit. Also eigentlich nicht, dazu bräuchte ich ein paar Belebersamen mehr. Schemengehölz. Könnte das bitte ein Belebersamen sein? Mann! Also, Reptain ist zum Glück ziemlich stark. Oh Mann, Biss haut aber auch raus. Ich weiß nicht, wie stark die Gegner hier sind. Aber ich glaube, das Schemengehölz war ein ziemlich einfacher Dungeon. Und das wäre gut,
Was noch besser wäre, wenn es dazu noch ein paar Belebersamen geben könnte. Das fände ich echt töfte. Oh, da kommt... Wow. Guter Move, Fragezeichen, man. Weck den Gegner auf, aber Schaden brauchst du nicht machen. Okay, gib dir das. Jetzt kriegst du ja... Sag mal, du willst eine Respektschelle, sehe ich das richtig? Okay, du willst eine Respektschelle. Hallo? Okay. Sag mal, jetzt reicht's. Was sollte das denn? Ich hab keine Belebersamen. Da kann ich mir das nicht leisten. Ja, schönen Ruheort brauche ich für mein Scheinux, weißt. Ich bin lieber vorsichtig und safe. Oh, ein Glück, dass ich wieder Feuer-Pokémon im Team... Jetzt mal im Ernst. Ich finde in diesem Playthrough gefühlt 8-mal so viele Rotgummis und Blaugummis wie in meinem ersten. Das große Problem ist, letztes Mal hätte ich sie gebraucht. Dieses Mal nicht. Wow, ein Kraftband. Ich hab Ruckzuckieb rausgenommen. Hatte ich Ruckzuckieb in dem Spiel mal drin? Ich bin verwirrt. Ich hab grad hauptsächlich mein Moveset aus Super Mystery Dungeon im Kopf. Feuriegel. Also das ist jetzt nicht das Moveset Feuriegel, aber Egelsamen. Also Fragezeichen Man braucht nicht wirklich. War eine Änderung noch im Moveset. Apropos, ich hab grad hier gesehen... Anscheinend hat Fragezeichen mal so ziemlich dasselbe Problem wie das Endivie, das ich in meinem Super Mystery Dungeon Playthrough benutzt habe. Nur nicht so schlimm. Mein Problem war, ich hatte immer... Meine Attacken waren nach einer Ebene gefühlt leer, die AP. Es war so schlimm, Alter. Ich hatte echt nicht so viele Elixiere, wie ich gebraucht hätte. Das hat schon leicht frustriert. Ich meine, insgesamt hatte ich trotzdem nicht so Probleme bei dem Durchspielen. Mehr als beim ersten Mal, aber mit Super Mystery Dungeon hatte ich tatsächlich nie die meisten Probleme. Und vor allem habe ich manche Sachen besser gelöst. Zum Beispiel, ich will jetzt mal... Für die, die das Spiel nicht kennen, nicht spoilern. Aber der letzte Bosskampf, der auf der Liste eingetragen wird, also der letzte vorm Final Boss, den habe ich verdammt gut hinbekommen. Dafür einen anderen Bosskampf, für die, die das verstehen, den ersten zweiphasigen Bosskampf, der gegen ein legendäres Pokémon stattfand mit einer sehr besonderen Szene. Da dürfte man jetzt wirklich wissen, wenn man das Spiel kennt, welchen ich meine. Ich habe so hart gesackt, ich weiß nicht warum, ich weiß auch nicht, wie ich es überhaupt geschafft habe am Ende. Ich hatte irgendwie dann keine... Ich habe übrigens das Ganze schon mal in irgendeinem anderen Video erzählt, Mario Maker. Ich habe da absolut... alle Items rausgehauen. Ich habe nur gewonnen, weil die KI am Ende blöd war. Weil die KI total blöd war und die ganze Zeit Brüller, was mich nur durch den Raum schmeißt und 5 Damage macht, genutzt hat. Und ich hatte halt einen Zweig, mit dem ich immer wieder direkt zum Gegner hinlaufen konnte. Hätte ich das nicht gehabt, wäre es ja ganz schlau gewesen, weil dann hätte mein Endivie ganz alleine gegen das Pokémon kämpfen müssen. Aber so... Und dadurch habe ich am Ende mit 6 KP und kein Heil-Items mehr irgendwie gewonnen. Und die erste Phase war schon verdammt knapp, weil ich habe ja gerade gesagt, das hatte 2 der Kampf. Aber das größte Problem an dem Durchspielen war auch, ich glaube, ich hatte wirklich, wirklich schlechte Pokémon für das Durchspielen. Ich will damit nicht sagen, dass ich es bereut habe, mit Feuriegel und Endivie zu spielen. Im Gegenteil, ich fand es sehr cool. Aber ich glaube, die beiden sind echt nicht gut geeignet, wenn man sich das Spiel einfach machen will.
Weil das Problem war, es gab eigentlich in jedem Dungeon irgendetwas, das mich locker one-hitten konnte. Und wenn ich jedem sage, dann meine ich sogar diese Standard-Random-Dungeons am Anfang, wo Ein-Sterne-Missionen drin abgehalten werden. Ach, wo wir von Brüller schon geredet hatten, ne? Sogar in denen gab es Dinge... Okay, da weiß ich eh nicht, was los war. In einem hatte ich halt die Erfahrung gemacht. Warum stelle ich eigentlich zur Hölle? Warum stelle ich... Jetzt mal im Ernst, ich weiß nicht, warum ich da gerade Fragezeichen-Man hingestellt habe. Da ist halt auf einmal einfach durch einen kackeinfachen Dungeon ist mir auf einmal so ein Viech entgegengekommen. Ich habe keine Ahnung, warum genau das da war. Im Nachhinein schätze ich, also ich war in dem... Oh, Reptan, Alter. Die Treppe ist übrigens da, wo Reptan ist in der Gegend unten rechts. Oh Gott, Reptan kriegt jetzt auf die Schnauze. Ja, genau. Wo Enona und Hundemon. Ja gut, aber ich bin bald mit dem Dungeon durch. Ich kann's mit... Oder warte. Scheiße, ich kann's... Oh, ich bin blöd. Ich bin nicht in Super Mystery Dungeon. Ich kann's mir nicht leisten, Reptan zu verlieren, weil ich dann nämlich verloren habe. Das finde ich so viel besser in Super Mystery Dungeon. Wenn einfach es dem... Wenn es so egal ist, welche Pokémon genau man verliert. Solange man sein Haupt-Pokémon noch hat, ist alles gut. Da sagt dann keiner was. Eine Runde überlebst du. Oh, sehr schön, Hundemon ist weg. Okay, Reptan hat's noch rausgerissen. Aber nicht ohne Sinelbeer. Ja, komm, das kriegst du ja wohl hin. Wenn du das nicht hinkriegst, dann... Oh. Ist halt auch nervig, dass ich mir das jetzt nach jedem Schritt angucken muss. Ja, bewegen soll er sich erstmal nicht. Damit sind auch Angriffe gemeint. Kacke. Ich muss zur Sicherheit eine Sinelbeere spielen. Oh Mann, was ist da? Ich sag euch, ich hätte gerade so gerne einen Wuchtzweig. Aber Zweige gibt's in dem Spiel nicht. Ja! Halt ich für extremst wahrscheinlich. Lass mich raten, ich habe im Kangama-Lager auch keine Sealbären mehr. Alter. Das ist aber auch so extrem gewesen in Super Mystery Dungeon. Die Genauigkeit, Alter. Ich bin so oft komplett ausgerastet, weil ich irgendwie locker 8-9 Attacken in Folge... Nee. Alter. Weil ich echt 8-9 Attacken in Folge, ohne irgendwelche Genauigkeitssenkung, einfach nicht getroffen. Danke! Ich dachte, das... Simsala stirbt heute gar nicht mehr, Alter. Also ich hatte eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die Genauigkeit vor allem... Hallo? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich nur in Super Mystery... Junge! Ich weiß, dass die Genauigkeit von Reptan einfach gesenkt wurde. Aber... Einfach. Digga. Junge! Ich mach mein Fenster zu, sonst hasst mich die ganze Stadt gleich. 68 Schadenspunkte. Ja genau, leck mich. Danke! Dankeschön! Er hat getroffen! Jesus Christus! Was ist denn das?
Für solche Reaktionen sollte man sich dieses Für genau solche Szenen sollte man dieses Projekt nicht verpassen. Vor allem genau passend, in dem Moment, in dem ich drüber rede, wie sehr mich die Genauigkeit in Super Mystery Dungeon abfuckt, verfehlt Reptan 73 Attacken. Danke dafür! Ich glaube, das war die NASA. Die haben mich abgehört und das Spiel so umgeändert, dass ich in diesem Moment alles verfehle. Gott, sind die TMs hier scheiße. Schön, dass der Magen knurrt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bald durch bin. Ich glaube wirklich nicht, dass es noch mehr als 2-3 Ebenen sind. Boah, aber ich vermisse echt. Ich habe wirklich, glaube ich, jetzt mal im Ernst, ich überlege gerade. Wieso fällt mir das jetzt erst auf? Das hier ist mein erstes und einziges Mystery Dungeon Playthrough überhaupt, in dem ich kein Feuer-Pokémon dabei habe. Auch das nach dem hier, eben das Super Mystery Dungeon. Auch wieder Feuer. Ich spiele so viele Feuer-Pokémon. Auf dem 3DS ist es halt in der Regel so, da kann man ja eigentlich immer aussuchen. Da nehme ich immer Floink als Main-Pokémon. Zumindest beim ersten Super Mystery Dungeon und bei Portale. Und dann jetzt eben noch ein Feuerriegel beim zweiten Super Mystery Dungeon. Vulpix als Partner-Pokémon in Erkundungsteam Himmel. Und das waren bisher meine Playthroughs. Das Einzige, was noch war, kann man aber nicht zählen. Das Team Rot und Blau Wettrennen, wer bekommt zuerst einen Apfel gegen Fragezeichen, man. Da hatte ich Shiggy und Bisasam. Aber hätte ich auch nicht gespielt in einem richtigen Let's Play, was auch noch irgendwann zu dem Spiel kommt. Aber auf jeden Fall nicht, bevor das hier abgeschlossen ist. Aber was ich sagen muss, ist mir an Super Mystery Dungeon sehr positiv auch wieder aufgefallen. Ich liebe ja die 3DS Mystery Dungeons beide sogar noch mehr als dieses hier. Boah, und der Dungeon geht doch länger, als ich dachte. Ich liebe die Spiele einfach und vor allem, ich weiß, dass Portale einige Fehler gemacht hat, aber vor allem, warum man Super Mystery Dungeon hatet, verstehe ich nicht. Ich finde, Super Mystery Dungeon hat ein paar Sachen anders gemacht, ein paar Sachen, die ich an Portale gut fand, wieder rausgenommen. Aber auch die Fehler, die die Portale gemacht hat, korrigiert. Und das war halt echt ein richtig geiles Game. Auch die Story fand ich übelst nice. Ein bisschen arg übertrieben. Das Einzige, was mich halt enttäuscht hat, war der Endboss. Nicht als Boss an sich, vor allem so als Charakter in-game fand ich den übelst geil. Ich meine, für die, die das nicht wissen, ich habe das auch offiziell noch nie so gesagt, aber ich denke, man kann es sich denken. Dieser Boss war auch für mich die Inspiration, nenne ich es mal, Level Up, für meine Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition, für den Charakter der dunklen Macht. Das kann man sich eigentlich denken, hat mich auch schon mal der Fragezeichen-Man gefragt, ob die irgendwas miteinander zu tun haben. Um das falls irgendwen, wer das hier guckt, den es interessiert, an sich haben sie jetzt nicht direkt storytechnisch miteinander zu tun, aber die dunkle Macht ist von Endboss aus Super Mystery Dungeon inspiriert. Damit das jetzt auch mal für alle geklärt ist. Ah ja, was natürlich auch das mit den AP in Super Mystery Dungeon bei mir schlimmer gemacht hat, ist, dass dieser ganz normale Schlag da noch schwächer ist. Und jetzt haben wir gerade auch hier absolut den Super Mystery Dungeon Effekt. Exakt beide 3DS-Teile war immer im letzten Raum, in den ich gegangen bin. Noch mehr! Wow. Okay, jetzt nicht. Aber da war echt immer im letzten Raum, den ich auf der ganzen Ebene besucht habe,
immer war genau da die Treppe. Das hat die Dungeons so zäh gemacht. Alter, wie lang ist das frickin' Schemengehölz? Ich hatte 13 oder 14 im Kopf. 17! Junge, wie extrem ist das? Ohne eine Pause, 17 Ebenen. Das ist, glaube ich, tatsächlich damit der längste Story-Dungeon. Kann das sein? Ich bin mir sehr sicher, dass alle anderen Dungeons, die noch kommen, wenn dann in zwei Dungeons aufgeteilt sind, mit einer Halbzeit dazwischen. Aber wirklich, als durchgehender Dungeon ist das hier, glaube ich, okay, an die Bonus-Story erinnere ich mich nicht mehr genau, aber auf jeden Fall in der Hauptstory der längste Dungeon. Das hatte ich null im Kopf. Aber Legendaries werde ich dieses Mal nicht tanken, habe ich ja schon gesagt. Das ist auch gut so, da ist es auch richtig nervig. Da haben die Dungeons ja auch irgendwie... Die schlimmsten da haben irgendwie 50 Ebenen. Wenn ich es hinkriege, will ich ja schon den freaking Verhängnisturm zocken. Und das ist so eine Sache. Wenn ich das hinkriege, dazu muss ich den halt dieses Mal freigeschaltet bekommen. Noch mehr! Dafür muss ich den halt dieses Mal freigeschaltet bekommen. Das hat beim letzten Mal einfach nicht geklappt, egal was ich versucht habe. Ja, aber das war dann halt einfach komplett belastend. Das ist einfach 50 Ebenen für den krassesten der Schätze und das beste Legendary. Jedenfalls würde ich das so sagen. Obwohl, nee, gab, glaube ich, sogar noch einen mit 60, was dann Mewtwo ist. Ich habe gerade an Rayquaza gedacht. Aber der Verhängnisturm ballert halt vollkommen. Das Level wird auf 1 zurückgesetzt. Falscher Knopf. Man kann keine Items mitnehmen. Nur Items benutzen, die man da findet. Eben, man startet mit Level 1 und später in den höchsten Ebenen sind die Gegner, glaube ich, bis zu 60. So hoch kann man sich auch gar nicht leveln. Man muss versuchen, kämpfen, da sehr stark aus dem Weg zu gehen. 99 Ebenen. Das ist halt krass. Es ist auch für viele die schwerste Challenge der ganzen Mystery Dungeon Reihe. Ist es vermutlich auch wirklich. Es gibt den Verhängnisturm zwar auch in Super Mystery Dungeon. Da muss man allerdings nicht alleine auch noch reingehen, sondern kann, jedenfalls wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, ein weiteres Pokémon mitnehmen. Und das ist insgesamt einfach schon noch ein bisschen einfacher da. Aber hier... Also wenn ich den wirklich durchziehe, dann bin ich danach... Komplett raus. Junge, nicht mal. Alter, also das hier ist jetzt aber die letzte Ebene. Ansonsten, ich wollte eigentlich noch hier eine wichtige Story-Szene in diesen Part packen, weil ich mir sicher war, dass die sehr bald kommt. Und ich glaube, die kommt auch nach diesem Dungeon ziemlich direkt. Aber ich hatte echt nicht im Kopf, dass der dass das scheiß Schemengehölz so lang ist. Ja, genau, Alter. Zünd mich nicht an, du Haufen Kacke. Wobei man sagen muss, wahrscheinlich schon besser noch Shinux als Cellast. Okay, bei Reptan bin ich mir gar nicht so sicher. Ja, okay. Das wird für dich schmerzhaft. 222 Damage. Und jetzt hätte ich bitte gerne langsam die Treppe. Vor allem, wie viele kleine Räume gibt es hier auf dieser Ebene? Das ist ein Gag, oder? Alter, diese Karte. Danke, Jesus Christus. Ich weiß nicht mal, warum ich das immer so sage. Ich habe mir das angewöhnt. Ich bin nicht mal wirklich gläubig. Aber trotzdem, in solchen Situationen kommt bei mir einfach immer Jesus Christus, Alter. Was ist das?
Uff, das Schemengehölz war belastend. Aber jetzt kommt das Tollste an dem Ganzen. Das Schemengehölz ist ein viel ätzenderer Dungeon, als ich im Kopf hatte. Und das Endergebnis? Die Zeit. Sie steht hier still. Aber haben Sie nicht, kurz bevor wir mit dir in die Zukunft verschleppt worden sind, Reptain? Selfe, Vesprit, Tobutz. Ich vertraue euch die Aufgabe an, es zu Ende zu bringen. Ja. Okay. Finde ich gut. Also, wir werden die Zahnräder Zeit. Wir werden sicherstellen, dass sie wieder dahin kommen, wo sie hingehören. Das ist eure Aufgabe. Haben Selfe und seine Freunde dann nicht versprochen, dass sie die Zahnräder der Zeit wieder an die vorgesehenen Stellen bringen? Aber die Zeit steht hier noch immer still. Es könnte bedeuten, die Zahnräder der Zeit wurden noch nicht an die für sie vorgesehenen Stellen zurückgebracht. Das werden wir feststellen. Das Zahnrad der Zeit dieses Waldes war an dieser Stelle. Ah nein, sorry. Hat mich vertan. Es war doch nicht umsonst, hier hinzukommen. Aber was ist das? Es ist ein Zahnrad der Zeit. Da gibt's kein Vertun. Aber die Zeit hier scheint angehalten zu haben. Hier bläst kein Wind. Seht ihr, die Blätter sind wie erstarrt. Hier hat die Zeit angehalten, aber das Zahnrad der Zeit ist da, wo es hingehört. Warum ist das so? Reptain nimmt das Zahnrad der Zeit mit wie ein echter Baba-Wagenfahrer. Ey, was hast du getan? Die Zeit hier hat schon angehalten. Es macht deswegen keinen Unterschied, wenn ich das Zahnrad der Zeit jetzt mitnehme. Außerdem, etwas anderes ist viel beunruhigender. Viel beunruhigender? Vergesst es. Gehen wir von hier weg. Übrigens, Fragezeichen, Man. Es gibt etwas, das du für mich tun könntest. Was denn? Bevor du zurück zur Tohaido-Klippe gehst, ich hätte gern, dass du vorher in Schatzstadt ein paar Informationen sammelst. In Schatzstadt? Ja, und Folgendes sollst du für mich rausfinden. Versuch alles herauszufinden, was gerade in dieser Welt passiert. Okay, noch eine genauere Aufgabe konnte Reptain nicht stellen. Also, Folgendes sollst du rausfinden, alles, was gerade passiert. Sehr gut! Okay, ich werd's rausfinden. Jeder glaubt, dass ihr in die Zukunft gegangen seid, daher. Ja, schon klar. Wüsste man, dass wir zurück sind, gäbe es einen Aufruhr. Ich verhalte mich ruhig und höre mich um. Ich zähle auf dich. Ich bin zurück. Echt? Ich dachte, du wärst noch weg. Ich habe ein paar von den Informationen, die du wolltest. Was wird so geredet? Nichts wirklich Gutes. Nachdem wir in die Zukunft gegangen sind, nun, Self und seine Freunde brachten die Zahnräder der Zeit zurück an ihre ursprünglichen Plätze. Jeder war glücklich, weil man dachte, die Zeit würde danach wieder normal funktionieren und wir wären endlich tot. Aber die Zeit stand weiter still an diesen Orten. Und damit nicht genug, so erzählt man sich auch noch, dass die Zeit an mehr und mehr Orten anhält. Stimmt das? Ja, alle sind bestürzt und besorgt, weil niemand weiß, woran das liegt. Reptain, weißt du, was das zu bedeuten hat? Wenn die Zeit in einem immer größer werdenden Gebiet anhält, dann kann das nur eins bedeuten. Der Zeitturm beginnt zusammenzubrechen. Der Zeitturm bricht zusammen? Korrekt. Der Zeitturm gibt der Zeit Struktur. Wenn er also zusammenbricht, dann bricht die Zeit selbst in einem sich ständig ausweitenden Gebiet zusammen. Das ist schlecht. Das Problem wird dringlicher. Die Lähmung des Planeten schreitet schnell voran. Was aber? Dann müssen wir uns beeilen. Das stimmt. Wenn wir uns nicht beeilen, ist der Planet bald völlig gelähmt. Es gibt jetzt nur einen Weg, wie wir die Zerstörung der Zeit aufhalten können. Wir müssen die Zahnräder der Zeit einsammeln. Und wir müssen sie in den Zeitturm einsetzen, wo Dialga lebt. Aber es gibt ein Problem dabei. Der Zeitturm liegt an einem Ort, welcher das verborgene Land genannt wird.
Wie der Name schon andeutet, niemand weiß, wo dieses verborgene Land ist. Aber wir haben keine Zeit mehr. Das stimmt. Darum sollten wir uns bis auf Weiteres aufteilen, denke ich. Ich werde die Zahnräder der Zeit einsammeln. Ich möchte, dass ihr in der Zwischenzeit nach dem verborgenen Land sucht. Verstanden. Ist das okay, Schmünter? Dann ist alles klar, du gibst die Kommandos. Das verborgene Land liegt vermutlich irgendwo in dieser Welt. Echt? Danke! Reptin ist heute echt der genaueste Typ hier auf der Erde. Was soll Fragezeichen mal für ihn herausfinden? Alles! Wo liegt das verborgene Land? Irgendwo! Boah, also sehr spezifisch heute. Leider gibt es keine Hinweise darauf, wo genau es liegt. Wenn man bedenkt, dass es bis jetzt noch keiner entdeckt hat, würde ich sagen, es ist nicht in Schatzstadt. Also wahrscheinlich auch recht weit weg, ne? Vielleicht müssen wir sogar den Ozean überqueren und Wege finden, wie das zu bewerkstelligen ist. Den Ozean überqueren? Es tut mir leid, aber ich habe keine Ahnung, wie das gehen könnte. Ich meine, ich kann nicht so gut schwimmen. Ich verlasse mich auf euch. Okay, ich mache mich auf, die Zahnräder der Zeit einzusammeln. Viel Glück. Also, wir sollten uns auch auf die Suche machen. Lass uns das verborgene Land finden. Also, wo sollen wir mit der Suche beginnen? Warum denken wir fürs Erste nicht darüber nach, wie wir über den Ozean kommen? Nun, wir sind zufällig gerade am Strand. Ich glaube, irgendwie, die sind da gerade hingelaufen, was relativ nahe liegt. Und jetzt kommt der... Also, wir sind jetzt gerade ja zufällig am Strand. Weiß auch nicht, wie das passiert ist. Also... das ist aussichtslos. Weg über den Ozean. Nix kommt mir in den Sinn. Ich habe zugestimmt, nach dem verborgenen Land zu suchen, aber... wo sollen wir deiner Meinung nach mit der Suche beginnen? Und Zeit haben wir auch keine. Stimmt, wir haben kaum Informationen, die uns weiterhelfen könnten. Und wir haben keine Zeit zu verlieren. Und ich gucke trotzdem glücklich. Wir müssen das verborgene Land so schnell wie möglich ausfindig machen. Okay, einen Moment, ich hole mein Handy. Okay, ich gehe jetzt auf Google Earth. Google Earth gesucht. Ah, sehr schön. Nebenbei ein paar Planungen abgeschlossen. Okay. Verborgenes Land. Pff. Okay, das wird schwer zu finden. Bei mir hat es jetzt gerade nichts angezeigt. Und wir müssen den Zeitturm finden und die Zahnräder der Zeit einsetzen. Wenn es das nicht gelingt, wird unser Planet gelähmt sein. Wir müssen das um jeden Preis verhindern, um das zu tun. Ja, wir haben keine Wahl. Wir brauchen die Hilfe der anderen. Das ist es. Ich erzähl's, Fragezeichen, Man. Hm, was ist los, Schmünter? Nach Schatzstadt und zur Knuddelluftgilde. Wie bitte? Du willst zur Knuddelluftgilde gehen? Warum? Wir sind vor jedermanns Auge verschwunden, erinnerst du dich? Na gut, ich wette, die machen sich schon ernste Sorgen um uns. Und ich vermisse alle dort auch. Aber alles, was wir in der Zukunft gesehen haben, alles über Reptan und über Zwirfinst und sogar über deine Vergangenheit, Schmünter, wenn wir das alles der Gilde erzählen, wie sollen sie uns glauben? Was meinst du, Schmünter? Glaubst du, dass sie uns alle in der Gilde glauben werden? Ja, wenn nicht, dann gibt's ein paar Respektschellen, dann glauben sie uns das! Du denkst, sie werden uns glauben? Nun, sagst du so, Schmünter, aber gibt's eine Chance, dass sie uns glauben? Wie gesagt, mit Respektschellen glauben die uns alles.
anderen sind alle in dieser Welt davon überzeugt, dass Raptan der Böse ist. Und sie glauben, Zwirfins sei voll der krasse Typ mit seiner Rolex, Alter. Jeder hat eine besonders hohe Meinung von Zwirfins. Ich hab die Zukunft gesehen, aber ich wollte die Wahrheit über Zwirfins immer noch nicht glauben. Ob sie akzeptieren können, wenn wir allen die Wahrheit sagen würden? Ja, stimmt ihnen schon. Was Fragezeichenman sagt, stimmt. Vielleicht glaubt uns niemand, wenn wir ihnen die Wahrheit sagen. Vielleicht denken sie, wir sind mal wieder auf Alkohol. Nicht, dass das bei mir je vorgekommen wäre, aber... Ich springe einmal. Was? Wer soll es ihnen trotzdem erzählen? Jedenfalls habe ich das jetzt aus deinem Sprung rausgehört. Wie ich aus Sprüngen hören kann? Magie! Warum? Sie würden uns vielleicht nicht glauben, richtig. Aber wir sollten es ihnen trotzdem erzählen. Warum habe... Also, kann mir jemand erklären, warum ich hier jetzt überhaupt was auswählen muss? Ich hab nur eine Wahl! Warum? Wie kommst du darauf, Schmidt? Schon wieder willst du mich verarschen? Jedermanns Hilfe. Ich verstehe. Wir können das verborgene Land nicht alleine finden. Wir brauchen wirklich jedermanns Hilfe. Wenn wir ihre Hilfe nicht bekommen, fehlt uns die Zeit, um die Lähmung des Planeten verhindern zu können. Schmünter, okay, du hast recht. Lass uns zur Knuddeluftgilde gehen. Yay! Gehen wir zur Gilde zurück und erzählen allen die Wahrheit. Ich bin sicher, dass alle schockiert sein werden, aber sie werden es bestimmt auch verstehen. Spätestens mit ein paar Respektschellen! Gehen wir nach Hause, Schmünter. Zurück zur Knuddeluftgilde. Aber die Folge hat eh schon Überlänge. In der nächsten Folge. Die Szene in der Knuddeluftgilde ist, by the way, die ich eigentlich in diesem Part schaffen wollte. Aber da müsst ihr wohl auf die nächste Folge warten. Okay, wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Abonnieren nicht vergessen, essen nicht vergessen. Stay hydrated.